habe von einigen Leuten schon gehört, ja, jetzt wohnst du im Bus, kannst du dir keine Wohnung mehr leisten. Oder kann man dich irgendwie unterstützen, weil, ne, weil man die denken dann, oder sehr viele denken wirklich, man wohnt dann in einem Bus, weil man sich keine Wohnung leisten kann. Ja. Hallo, ich bin der Arno und wohne jetzt seit knapp 2 Jahren in meinem Van. So, ein bisschen Stauraum haben wir hier hinten. Schöne Auszüge. Oh, schön chaotisch aus. Aber irgendeine chaotische Ecke braucht jeder. Also hier habe ich ein bisschen Werkzeug drin. Starterkabel im Winter kann man immer gebrauchen. Meine Laufrucksäcke für die Bergläufe und solche Geschichten. Alles, was man so als Sportler braucht. Laufschuhe im Winter mit Spikes. Da haben wir dann noch die anderen Berglaufschuhe. Lammfell. Nicht selbst geschlachtet, ist aber trotzdem schön warm. Ups. Und auf der anderen Seite das Ganze noch mal ein bisschen kleiner mit meinen Laufklamotten. Winterlaufsachen, Radfahrsachen, das alles dann in den Kisten drin. Dass er so ein bisschen separat ist. Meine andere Kleidung, die habe ich hier oben drin. Und dann auch alles quasi so in Kisten gepackt. Socken, Unterwäsche, 2 Kisten T-Shirts und hier nochmal 2 Sachen mit Sweatshirts. Damit kommt man aus. Habe ich vorher auch nie gedacht, dass das funktioniert. Und wenn jetzt was Neues gekauft wird, muss eben was Altes dran glauben. Genau. Mein Bett. 1,74 Meter lang. Ich bin nur 1,65 Meter groß. Kopf größer wie ein stehendes Schwein. Kann ja wunderbar drin schlafen. Genau. Das ist so eine kleine Wandtapete. Da bin ich 120 Kilometer nonstop durch die Sahara gelaufen. Das musste dann einfach damals verewigt werden. Also ich habe das Auto normalerweise ausgebaut, um Urlaub drin zu machen, mal zum Wettkampf zu fahren. So, das ist das Übliche. Es war immer mal ein Traum, aber irgendwann gehen noch mal Träume in Erfüllung und so war es normalerweise geplant. Und wenn man dann anfängt auszubauen, ich hatte null Ahnung. Also ich habe noch nie einen Bus ausgebaut. Ich habe keine Ahnung gehabt von der Elektronik und von der Dämmung, gar nichts. Ja, und zum Glück gibt es ja YouTube und dann schaut man sich eben so Videos an. Und dann habe ich gesehen, dass da Leute wirklich in Autos wohnen, mit Dachzelt oder in normalen Bussen wohnen, wie auch immer. Und das hat mich irgendwie angefixt. Dann denke ich, das ist irre, wie man das kann. Und ich habe schon in großen Wohnungen gewohnt, im Herrenhaus gewohnt, in der kleinen Mühle gewohnt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch nur ein kleines Apartment, bin aber auch kurz vorher von 80 Quadratmeter Wohnung in das Apartment gezogen. Da mistet man ja auch schon mal aus. Und ja, dann hat das schon so oben irgendwie so ein bisschen gerattert. Wie wäre es dann mal, einfach in den Bus zu ziehen? Aber so richtig getraut habe ich mich das Ganze nicht. Und dann war dann noch, Bus noch nicht ganz fertig, es war noch keine Standheizung drin, es war Winter. Und eine gute Bekannte stand vor der Haustür bei mir und hat sich von ihrem Freund getrennt und wusste nicht, wohin. Und dann dachte ich, jetzt ist die Möglichkeit, sie zieht bei mir in die Wohnung und ich in den Bus. Ja, und so haben wir das dann gemacht. Und dann war ich einfach von heute auf morgen mehr oder weniger im Bus, hatte die ersten 2 Monate keine Standheizung drin, es war schweinekalt, aber es hat auch funktioniert. Und im Moment möchte ich gar nicht zurück. Genau, also hier vorne ist dann meine kleine Küche. Hier drunter habe ich Frischwasser, 20 Liter. Und der Kocher geht über kleine Gaskartusche, weil ich keine großen Gasflasche drin haben wollte. Reicht bei mir manchmal sogar einen Monat. Ja. Hier kann ich noch einen kleinen Tisch anhängen mit so Bücherregal und dann habe ich vorne das Brett und dann kann man da auch noch
einen Tisch anhängen. Oder wenn man zum Kochen eben noch Platz braucht, kann ich also auch den Tisch eben noch hochklappen. Nutze ich aber viel zu selten. Wie man sieht, hier drunter ist die ganze Elektrik. Braucht am wenigsten Platz, weil hier unterm Sitz eben viel Platz ist. Ein Wechselrichter 1500 Watt, 220 Watt Solar auf dem Dach, so dass ich also ganz gut mit dem Strom auch hinkomme. Normale kleine Spüle. Hier ist dann der klassische Herd. Der ist auch nur mit zwei Schrauben von innen befestigt. Den könnte ich dann also auch so abnehmen, weil ich dachte vom TÜV her und so, aber den hat das überhaupt nicht interessiert. Das war dem total wurscht. So ist jeder TÜV-Prüfer, glaube ich, anders. Hier drunter ein normales Geschirr, Besteck, mal keine Schubletten, sondern einfach mal Schiebeschrank. Und hier kommt man dann eben Frischwasser und ich habe dann ein Dixi-Klo dabei gehabt, das hatte ich immer hier unten drunter. Habe das über ein halbes Jahr spazieren gefahren und habe es nicht einmal benutzt. Und das ist erstaunlich, ich bin ja mehr oder weniger vor Ort. Also ich arbeite in Hausham in der Bäckerei und bin mehr oder weniger am Wochenende, fahre ich weiter weg oder eben wenn Urlaub ist. Und man findet sehr schnell öffentliche Klos und es gibt erstaunlich viele. Also in Supermärkten zum Beispiel, da kennt man die direkt, beim Baumarkt kennt man sie und. Und das funktioniert. Also es ist nicht so, dass ich brauche noch nicht mal einen Klappspaten. Also ich habe noch nicht einmal, darf man das sagen, in den Wald geschissen. Also das mache ich dann öfters mal, wenn ich laufen gehe, weil es nicht anders geht. Aber seitdem ich im Bus bin, ist das überhaupt kein Thema. Ja. Duschen ist natürlich im Moment ein Problem mit Corona, weil normal bin ich in einem Fitnessstudio, da ist das natürlich super. Nach der Arbeit mal schnell duschen, trainieren, ein bisschen Sauna machen. Das ist natürlich im Moment eher schwierig. Schwimmbäder haben zu. Da heißt es einfach mal zwei, dreimal die Woche bei einer guten Bekannten einfach mal duschen. Ja. Zur Not einfach Katzenwäsche hier, geht auch. Den Fahrersitz habe ich drehbar gemacht. Vorne die zwei Sitze sind geblieben. Ich bin alleine, da kann man immer noch was Schönes ablegen. Hier haben wir dann noch quasi den kleinen Tisch von beiden Seiten. Und was besonders schön ist an dem Bus, ist einfach noch die zweite Schiebetür. Im Sommer total praktisch, weil es dann hier richtig schön durchziehen. Da braucht man keine Klimaanlage. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen Stauraum. Das ist so der Keller, also das, was nicht gebraucht wird. Kompressorbox, Mobicom, ich muss sagen, für den Preis ist das Ding super. Also, was ich teilweise da gelesen habe drüber. Aber funktioniert hervorragend. Ich finde ihn sehr, sehr leise, ist natürlich auch gut eingebaut und funktioniert seit 2 Jahren jeden Tag. Also, top. Jetzt werden alle aufschreien, aber ich mache es trotzdem auf. Hier habe ich meine Lebensmittel drin und eine kleine Nespresso-Maschine mit Kapseln. Oh nee! Aber ich liebe einfach mal einen guten Nespresso. Und das wollte ich mir da nicht nehmen lassen. Hier oben ist dann so das Badezimmer und noch so ein bisschen Papierkram und sowas drin. Ja, und mehr habe ich gar nicht. Schon erstaunlich, mit wie wenig man auskommt. Ich bin Bäcker vom Beruf. Also mal wieder, ich habe Bäcker gelernt ursprünglich. Und als ich dann nach München gezogen bin, ich bin in Köln geboren. Und als wir dann nach München gezogen sind mit meiner ersten Frau, habe ich dann ein Jahr noch in der großen Backstube gearbeitet und war bei so einer Großbäckerei, war dann nicht mein Ding und bin dann in die Fitnessbranche gerutscht und habe dann Fitnesstrainer und sowas gemacht, passt ja auch zu meiner Leidenschaft Ausdauersport. Und bin aber jetzt wieder Bäcker seit 3 Jahren ungefähr. Also klar, die meisten, die ich vorher gesehen habe, die Vanlife gemacht haben, die waren unterwegs. Finde ich natürlich total super, aber ich bin 55 Jahre. Jetzt auf irgendeinen Job machen, den ich mit Computer mein Geld verdiene,
glaube ich, bin ich auch nicht der Typ für. Wäre toll, aber wenn ich jetzt jung wäre, würde ich sowas machen und wäre unterwegs. Wäre traumhaft schön, garantiert. Aber deswegen wollte ich mir das Leben im Bus auch einfach nicht nehmen lassen. So. Und ich habe also hier in der Gegend 7, 8 schöne Plätze, gerade im Sommer auch, wo ich immer wieder mal stehe. Im Moment stehe ich seit fast 2 Monaten mehr oder weniger am gleichen Platz. Ist aber auch ganz praktisch, weil hier Stromanschluss ist. Ich muss mich nicht um Strom kümmern und so weiter und sehr ruhig ist und teilweise sogar die Toiletten hier aufhaben. Aber sonst stehe ich schon an verschiedenen Plätzen und finde es auch nicht langweilig. Und ist natürlich was anderes, wie wenn man unterwegs ist. Das sind kleine Matten. Also der Wagen ist von unten auch mit Amaflex isoliert, wie auch die ganzen Seiten. Aber trotzdem hat man immer irgendwie kalte Füße. Gut, hier in Bayern waren es ja teilweise minus 17 Grad nachts und tagsüber auch 10, 11 Grad minus und das ist einfach kalt. Und dann kam mir aber irgendwann die Idee, weil ich noch Amaflex über hatte, einfach auf den normalen Teppich Amaflex zu kleben. Und ich habe ja nicht so viel Auslauf hier. Ne? Jeder Schäferhund in Deutschland, glaube ich, hat mehr Auslauf. Aber man hat warme Füße, das ist total genial. Ganz einfach gelöst. Und wenn man dann morgens aufsteht oder einfach hier ein bisschen geht, hat man warme Füße. Und im Sommer kommt das einfach raus und kommt ein anderer Teppich oder gar keiner rein. Das ist ganz unterschiedlich. Also kleine Triathlons kann ich gar nicht. Ich habe da nie eine Strichliste gemacht. Ich habe 17 Ironmänner gemacht. Also Ironman, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren, 42 Kilometer laufen. Bestzeit 10 Stunden, 1 Minute. Aber ohne Trainer, ohne Laktatmessung, was es jetzt alles so gibt. Mit dem Stahlrahmen, 37er Schnitt mit dem Stahlrahmen gefahren. Also wir hatten damals auch noch ein bisschen anderes Material, wie was wir jetzt haben. Hab aber nach meinem fünften Ironman, glaube ich, gesehen, da gibt es noch einen Doppelten in Holland. Also die doppelte Ironman-Distanz dann. Und habe den dann auch gemacht. Die doppelte Distanz in 23 Stunden ein paar gequetscht. Habe mein erstes Preisgeld gewonnen. 120 D-Mark, glaube ich. Da war das Startgebühr war teurer. und ein Jahr später habe ich dann meinen ersten Triple Ironman gemacht. Das sind dann 11,4 Kilometer schwimmen, 540 Kilometer Radfahren, 126 Kilometer laufen. Nonstop in einem durch, 56 Stunden Zeitlimit. Und dann starten da aber auch nur noch 30 bis 40 Leute weltweit. Es gibt 2 Wettkämpfe meistens weltweit. Und den ich am meisten gemacht habe, war der in Lensahn in Schleswig-Holstein. In Deutschland, da kommen die wirklich weltweit, kommen die Leute dahin, um da so einen Triple zu machen. Die gibt es immer noch. Die hat das also jahrelang durchgezogen. Und das war dann irgendwie mein Steckenpferd. Ich habe es 9-mal gemacht, leider nicht das 10. Mal. Bestzeit 44 Stunden, 1 Minute, war Platz 6, glaube ich, Platz 6 bei der WM damals. Genau, 44 Stunden, also ich hätte 3-mal hintereinander Hawaii gefinisht oder einen anderen Ironman gefinisht. Ja, also da war dann auch kein Schlaf, 44 Stunden ohne Schlaf durchgeballert. Und das ist also einfach eine Kopfsache. Das ist Sport, aber mehr Kopf wie Sport. Ja. Man muss es einfach wollen. Also die Knie sind dick geworden und da ist Wasser drin und Fußgelenkkapseln sind entzündet. Dann tut jeder Schritt weh, aber du musst trotzdem noch einen Marathon laufen. Und das geht einfach nur, wenn du über den Schmerz drüber kannst und dich da motivieren kannst, das Ding durchzuziehen. Das macht man nicht einfach mal so, weil der Nachbar Marathon läuft, muss ich auch mal einen Marathon laufen. So schafft man das natürlich nicht. Man ist also auch auf dem Fahrrad. Also nicht alle, aber wenn man da natürlich eine gewisse Zeit haben möchte. Man hat ein Team dabei, also nicht wie beim klassischen Ironman, wo es dann diese Verpflegungsstation gibt, sondern man hat 3, 4 Leute dabei, die dann genauso fertig sind wie einer selber, weil die natürlich auch Sorgen machen und so weiter. Man hat tierische Einbrüche teilweise auf dem Fahrrad oder auch beim Laufen, dass man wirklich einschläft und dann hupen die mal, damit man wieder kurz wach wird. Dann zuckt man so zusammen, wenn man auf dem Rennrad liegt. Und wenn man da auf dem Rennrad liegt, damals hatten wir auch schon diesen Zeitverlenker und da passte hier vorne wirklich so ein kleiner Becher rein, also so ein Rührbecher oder sowas, ja. Und da war dann eben Kartoffelpüree drin oder Nudeln drin und dann habe ich also bei den besten Zeiten, die ich hatte, dann auch während des Radfahrens gegessen. Da bin ich also die 540 quasi durchgefahren, einmal umgezogen, nachts, wenn es dunkel war oder wenn es geregnet hat, aber sonst bin ich die durchgefahren. Ich habe auch Wettkämpfe gehabt, die knapp über 50 Stunden waren, wo ich wirklich auch fix und fertig war und froh war, dass ich dann im Ziel war.
wo man dann auch nicht aufgibt, aber dann isst man auch mal am Tisch und gönnt sich dann auch mal eine halbe Stunde Pause, klar. Und das sind dann die Wettkämpfe, die am härtesten sind. Also die Bestzeit, das war der einfachste Wettkampf überhaupt, der lief einfach. War nicht anstrengend, in Anführungszeichen, so in dem Sinne. Ne? Also da ist es schon eine wunderbare Sache. Der 10. hat leider nicht geklappt. Da war dann so ein Projekt drin, deswegen habe ich seitdem auch nur noch zwei klassische Ironmänner gemacht. Ich hatte ich wollte den Weltrekord versucht laufen auf dem Laufband. 48 Stunden wollte ich auf dem Laufband laufen. Und ich weiß gar nicht, wo der Weltrekord damals lag, bei 400 oder 400 Kilometer oder 300, keine Ahnung. Aber ich musste nach 250 ungefähr aufgeben, weil meine Fußgelenke, mein Fußgewölbe durchgedrückt war. Aber ich habe mich auch vorher schon ganz nicht gerade gut gefühlt. Also nach 40, 50 Kilometern, ich war einfach schlapp und so weiter und habe mich von diesem Lauf überhaupt nicht mehr erholt. Und nach mehreren Arztbesuchen hat man dann festgestellt, dass ich Pfeifis-Drüsenfieber habe. Epstein-Barr-Virus, die Geschichte. Und die ist auch wieder bei jedem etwas unterschiedlich. Und bei mir war es so schleichend, es hat fast 4 Jahre gedauert. Ich konnte 4 Jahre groß gar keinen Sport machen. Sobald ich mich etwas angestrengt habe, hatte ich wieder Fieber und Gelenkschmerzen und so weiter. Und bei sehr vielen ist das ja, die liegen 4 Wochen im Bett, wollen fast sterben so ungefähr und dann ist das weg. Und das war bei mir wirklich schleichend. Das ist magnetisch, das hält. Das war aber eher so ein Ding, weil ich früher noch nicht diese Scharniere hatte, sondern habe einfach 4 Unterlegschrauben drauf gemacht und auf dem Brett eben die 4 Magnete und habe das immer nur draufgelegt. Und das war dann aber irgendwann sehr nervig, bis ich das dann mit diesem Klappmechanismus gemacht habe. Aber so hängt es eben auch fest und kann auch während der Fahrt irgendwie nicht rumhoppeln. Und das ist nochmal ganz nett. Das ist für Transits gibt es ja nichts fertig zu kaufen in dem Sinne. Also nicht für so einen Kastenwagen oder für so einen Lieferwagen. Und das ist magnetisch und das ist ein Rollo, was ich bei IKEA gekauft habe. Das gibt es bei IKEA mit Magneten. Das habe ich dann nur gekürzt und habe hier einfach die Stange hier nochmal, ja, das ist ein höherer Abstand normalerweise gewesen, aber das ist total praktisch. Klappt man das einfach zusammen und das hält. Seit dieser Krankheit hat sich das auch verändert. Also bei mir geht es nicht mehr darum, neue Bestzeiten zu laufen oder irgendwas, sondern einfach nur noch Wettkämpfe zu machen, die mich selber interessieren, wo ich selber Spaß dran habe. Deswegen auch die Sahara mal zum 50. habe ich mir die Sahara gegönnt. Da ging es nicht um Zeiten, da ging es einfach mehr oder weniger alleine durch die Sahara zu laufen. Wir waren nur 35 Teilnehmer und da warst du wirklich alleine. Und nicht wie bei dem großen Sahara-Marathon, wo dann 1300 Leute durch die Sahara laufen. Also einfach so nur noch für mich selber was zu machen und Zeiten spielen keine Rolle. Also ich war früher relativ. Ich bin die 10 Kilometer in 33 Minuten gelaufen. Damit würde ich jetzt hier jeden Volkslauf gewinnen. Ja? Und wir hatten noch anderes Material und andere Trainingsgeschichten, aber so macht es mehr Spaß. Also einfach machen, was einem Spaß macht. Und nicht drauf hören, was andere Leute sagen. Also wenn ich drauf gehört hätte, was andere Leute sagen, dann wäre ich vielleicht auch nicht in den Bus gezogen. Weil man macht es ja für sich. Und ich denke immer, wenn man so einen Traum hat, das war mit dem Triathlon dasselbe. Ich habe angefangen, Triathlon zu machen und ein klassischer Ironman war für die meisten Triathleten so das Limit. Da gibt es nichts drüber. Aber es gab eben auch noch einen Dreifachen oder einen Doppelten. Und da bin ich selbst von Triathleten beschimpft worden, ich mache den Sport kaputt. Und genauso ist das dann vielleicht auch. Weil man sich die Leute, die sich das nicht vorstellen können, dass es auch noch was drüber gibt.